Der Wutze, 1900. Herzlich willkommen zurück. Wir haben neu geladen. Jetzt sollte es wieder gehen. Nach 25 Minuten muss ich wieder neu laden. Ich weiß nicht, was mit dem Spiel manchmal los ist. Manchmal geht es einfach. Ohne Probleme. Jetzt hat es wieder Probleme. Naja. Läuft doch wieder ein bisschen flüssiger. Lieber schalte ich alle 25 Minuten das Spiel komplett aus. Als dass es dann um Leck dies Vieh. Und Nerf und hast du gesehen. Ne, die hauen gerade ab. Zweifel schon. Ja. Schild ist unten. Aha. Ah, jetzt da, das ist Warlord, Salmalin B. Und so. Wow, das war ja noch viel, was wir machen mussten. Naja. Aber es läuft auf jeden Fall wieder besser. Starte Umgehung. Das und das. Ups. Auf bislang unbekannte feindselige Alien-Spezies gestoßen. Das kann eigentlich nicht sein. Blood-Break, Streitkräfte eliminiert. Naja, ein bisschen Moneten haben wir ja gekriegt. So. Nehmen wir unsere. Ah, hier. 74.000 Credits. Das Problem ist, wir brauchen nochmal so viele, weil wir haben zwei Dinger, die wir noch kaufen können für 75.000. Das kriegst du eigentlich nur auf 200%, wenn du die Rüstung anziehst. Die Rüstungen dafür. Hast du dann zwei Schuss. Ding. Ach, hier sieht man das, oder? Alter, geil. Gruppenmitglieder. Wir haben zwei Punkte. Wir könnten jetzt Adrenalinstoß holen, also den Club of Cryo gehen. Wir gehen auf Adrenalinstoß. Weiß schon kurz. So. Dann auf und davon. Das müsste es ja gewesen sein. Brauchte das alte Schwein? Gehen noch ein bisschen Treibstoff tanken, würde ich sagen. Auch unbedingt mehr Kohle. So, Bloodbag-Basis zerstören, abgeschütztes Schiff erkunden, Schmugglerfracht sicherstellen. Da gehen wir jetzt zur Bloodbag-Basis, nicht? Die machen wir dann als letztes. Machen wir erstmal die ganze Kleine. Wir schauen erstmal die ganzen Kleine auf, wa? Bloodpack Bosses. Ach, das ist gleich hier. Das ist gut. Da muss man ja irgendwo hinfliegen. Landen bitte. Landen. Cool bleiben. Nach dem Einsatz einer Kraft sind alle anderen Kräfte während der Cooldown-Phase wert oder sowas. Wir hatten jetzt die zwei, ne? Die hatten wir auch schon. Dann nehmen wir jetzt mal hier. Komm hier die zwei nochmal mit. Ah, ne. Seid Masani. Oh. Meistertitel. Haben wir noch gar nicht gemacht. Sieht jetzt ein bisschen aus wie eine vom. Die sieht jetzt ein bisschen aus wie eine von den Nachtschwestern.
als Star Wars. Ganz leicht. Ja, mit der Kapuze, hier ein bisschen Tattoo. So, beenden. Na dann. Auf geht's. Cerberus. Warte. Ich orte eine große Energiequelle innerhalb der Basis. Ihre Zerstörung würde möglicherweise zur Abschaltung der gesamten Anlage führen. Kalkusk, Sie bekommen Ihre Ressourcen, wenn alle bereit ist. Wenn alles bereit ist, oder wollen Sie selbst danach graben? Alles, was wir für den Angriff vorbereitet sein. Alles wird für den Angriff vorbereitet sein. Wenn Sie mir die zusätzlichen Forscher, die angefordert besorgt hätten, wären die Sache längst erledigt. Dalamu. Der Typ ist schon. Heimlich, früh und leise. Bin jetzt Ressourcen. Halux, Kalusk, keine Ahnung. Verlust. Ich schicke Ihnen zwei Ihrer Warschau zurück, damit Sie sehen, womit ich es hier zu tun habe. Ich schlage vor, Sie geben den Vollidioten keine Waffen. Diese miserablen Schützen verpassen sonst nur einem Ihrer Generatoren eine Breitseite, anstatt ein eigentliches Ziel zu treffen. Sobald Sie endlich verstehen, wo mein Problem liegt, werden Sie mich hoffentlich nicht mehr verspotten, wenn ich um ein wenig Unterstützung bitte. Ich habe immer noch Schwierigkeiten mit dem Namen, sag ich dir. Erwischt! So schlecht sind die Drohne. Die treffen weniger als ich, ey. Feind am Boden! Tarne mich! Das war cool! Das kann ich gerade nicht! Go, 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 go. Kaluske, einige meiner Warschau sind verschwunden. Ich brauche mehr, wenn Sie wollen, dass die Arbeit termingerecht abgeschlossen wird. Woher Sie sie nehmen, ist mir egal. Fragen Sie Garm. Ach, den haben wir auch schon gelegt. Oh, Garm. Nach seinem Ersatzleuten, es sind sicher ein paar Verstoßene dabei, die für einen Mineneinsatz gut genug sind. Warum ist er schon tot? Schon unterwegs. Hab dich. Schon unterwegs. Gehen Sie vor. Da, da, da. Die Wurschel sind nicht gerade. Das kann ich auch. So tot. Als er in Stücke gesprengt. Eine Rüpsele. Machen wir. Ich denke mal, dort geht's weiter. Wir gucken erstmal hier. Hier gibt es nix. Wo die Wand da aussieht, als könnte man sie zerstören. Damals auf der PlayStation 1 war das so. Alles, was farbig herausgehoben war meistens interagierbar.
unter Eck bauen. Oh, da kommt ein Cold rein. Ich habe die Schilde verloren. Geschichte. Jetzt siehst du mich. Oh, das sollten wir uns näher ansehen. Ah, seltene Truppen. Ausführung. Bin ja schon dabei. Run, run, run. Das ist wertvoll. Ist die Zusammenfassung? Waffenherstellungslager oder Bloodpack? Ausgeschaltet. Borschersoldaten des Bloodpacks dezimiert. Erfahrung, wow. Munition verschwunden. 90% Munitionskapazität für schwere Waffen. Na, okay. Was das verschenkt, boah. Gehen wir doch gleich mal. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ja, danke. Sehr liebenswert. Prototyp. 6 von 6. 10.000 Gerät. 90% schwere Waffenkapazität. Ja. 190. Theoretisch müsstest du jetzt keine bloß Nachrichten noch für Sie, Commander. Hier hochgehen. Mannschaftsquartier, Captain. Unter dir ein Rüstungsteil mit 10% Schwere. So, wir haben jetzt so alle Dings, ne? Alle Modelle müssten alle sein. Panzerung. Bei den Beinen war das, ne? Ja, Reservemunition für schwere Waffen um 10%. Anwenden. Wenn es hier reingehen, 190, okay, das bringt. Werden wir sehen. Kampfinformation. So. Hätten wir das Bloodpack-Lager zerstört? Wo gehen wir jetzt eigentlich hin? Keine Nachrichten für Sie, Commander. Wir kennen. Bloodpack-Lager zerstört. Massenverbohrsprung. Hierher. Nee, hierher. Wo ist es? Ja. Bei dem Mass Effect 3 hast du dann wieder komplett andere Feinde, da ist ja dann der Reaper als Feinde. Oder sowas. Ja, also ganz komisch. Hauptfeinde in Mass Effect 1 waren, also gegen die meisten gekämpft hast, waren Geth. Hier sind es die Söldner und die KI-Einheiten. Und in Mass Effect 3 ist es dann halt der Reaper. Finde ich ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen. Die komplett übernommen haben. Weil das Bloodpack, Blue Suns und Eclipse siehst du in der 3 gar nicht mehr. Soweit ich weiß. Eine Durchsuchung des Wracks.
Informationen über die letzten Stunden der Estebanico. Warnung, das Wrack könnte aus dem Gleichgewicht geraten und die Klippe hinabstürzen. Ach, ich bin hier auch noch alleine, na klasse. Was ist das da? Ach, Tore! Wow. Jetzt sehe ich keine Feinde, oder? So, schauen, was hier oben gibt. Ja, hier gibt es nichts, wa? Hier gibt es nichts. Bewegt sich aber auch nicht, ne? Das hört sich zwar so an, aber bewegen tut sich da nicht. Und hier ist ja gar nichts mehr drin. Du bist ausgeschlachtet. Das Jump-and-Run-Action-Abenteuer hier, oder was? Shepard, hinauf! Hinauf, Shepard! Mein Gott! Legt sich wirklich nicht, ne? Keine müde Mark. Boah. Alter, ist aber schrubben. Was ist denn da Scheiße? Jetzt ist es bewegt. Bin aber froh, du bist wirklich auf dem Schiff, ey. Boah. Ich mag es nicht, ich geb noch drauf. Wieso tut man das? Nur um herauszufinden, was mit dem Schiff passiert ist. Ich kann dir sagen, was passiert ist. Das Schiff ist abgestürzt und am Felsen zerschellt. Oh. Läuft denn bei dem Schiff, Mann? Üben wir jetzt wahrscheinlich nicht. Komm los, Shepard, mach Eier! Ganz komisches Schiff. Warten beschafft. Im Einsatzort entkommen. Wow. 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 Hab ich schon mal gesagt, dass es ein echt geiler Hoodie ist? Wollte ich das mal erwähnen.
nur mal so. So, Schmuggler, Schmuggelfrachter, sicherstellen. Schmuggelfrachter. Sanduhr, Nebel. Man könnte herausfinden, warum. So, Schmuggelfracht. Da. Scan brauchen wir nicht. Wir können einfach landen. Credits, seltene Ressourcen und Upgrades sind überall versteckt. Suchen Sie gründlich. Ja, das wissen wir. Uns fehlt halt jetzt Legion, ne? Oh. Los Mecos. Die Mechs zerlegen ja die Kisten, ne? Kampfdrohne unterwegs! Umgehe beschädigte Systeme. Kisten von 20, 11. Warte mal. Das habe ich jetzt nicht beachtet, sorry. Ich will das nochmal schnell neu machen. Hab ich das gar nicht beachtet. Das Beste, was du machen kannst, ist eigentlich annehmen, die voll auf dich zu polen, ne? Auswählen. Nee. Das Beste, was du machen kannst. Die voll auf dich zu pullen. Du kriegst ihn nicht auf dich gepullt, ne? Ich muss glaube die Kane-Kleiro rausholen, den hintersten zuerst abknallen. Ich weiß aber nicht, ob ich die Kiste neu zerstören kann.
haben uns gesehen.18 von 20 Kisten ist kein schlechter Schnitt. Gut war, dass den einen kleinen mit erwischt hat, ne? Ich weiß nicht, man kann es bestimmt schaffen, alle 20 Kisten zu sichern, aber... Die 20 Schuss. Aber ich glaube, das ist mir jetzt nicht möglich. Das müsste ich jedes Mal mehr. Das lassen wir mal. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass ich jetzt 1000 Mal wiederhole, nur um 20 von 20 Kisten zu haben. 18 ist gut. Besser als nicht. Versucht mal was abzuholen. Ja, Moment. Zu essen. Muss noch eine komplette Wartung vornehmen. Der Sand gerät immer wieder in unsere Ausrüstung, erhöht die Häufigkeit von Systemüberprüfungen. Wir müssen bereit sein, den ganzen Laden zusammen zuzumachen, sobald uns jemand vom Orbit aus entdeckt. Es fängt schon wieder an zu ruckeln. Gerade habe ich gedacht, es läuft gar nicht mal so schlecht. Antisches Schiff im Orbit geortet. FFSID bestätigt. Cerberus. Identität Abschied. Abschiedsprotokoll. Blablabla. Zerstörung erhalten. Alles klar. F so. Ecke. Auf geht's. Achtzehn von 20 Kisten wurden gerettet. Element Zero. Wow. Wow. Mich hätten für 20 Kisten. 20 fängt schon wieder an zu krisseln. Wir machen wieder Schluss. Danke fürs dabei sein. Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge und dann geht's weiter mit den Minimissionen. Wird mir bald durch sein und dann geht's mit den großen wieder weiter. Danke fürs dabei sein. Tschüss.